Vorsicht an der Unterführung. Die Straße entlang der Unterführung in Sando wird gerade repariert. Hier sind Schlaglöcher das Problem. Seit heute Vormittag laufen die Arbeiten. Vorübergehend sind hier nur 10 km/h erlaubt. Durch den Wechsel von Frost und Tau wurde mal wieder die Fahrbahn beschädigt. Konjunktur verliert an Schwung. Laut einer Umfrage der IHK ist der Konjunkturklimaindex gefallen. Der lag im Herbst 2018 noch bei 138 Punkten, jetzt liegt er bei 134 Punkten. In Berlin und Brandenburg beurteilen die Industrie- und Dienstleistungsunternehmen ihre Lage also schlechter als in den Vorjahren. Viele Unternehmen befürchten, dass die Wachstumsdynamik in den kommenden Monaten weiter nachlassen wird. Höher, immer höher! Die weltweit besten Hoch- und Stabhochspringer treffen sich morgen wieder in der Lausitz Arena. 7 Männer und 10 Frauen aus insgesamt 11 Nationen treten ab 18 Uhr gegeneinander an. Auch Publikumsliebling Björn Otto ist wieder mit dabei. Nach 31 Jahren Stabhochsprungkarriere hat er seine Stäbe zwar 2016 zur Seite gelegt, er unterstützt die Athleten und Veranstalter aber weiterhin in Cottbus. Otto hat 2003 das erste Springer-Meeting gewonnen, insgesamt war er 12 Mal dabei.